Sieht's ganz schlimm aus. Frankie hat nur einen Stoß gegen die Schulter abbekommen. Ich habe überhaupt nichts abgekriegt, nicht meine Schramme. Einfach unglaublich. Du hattest Glück. Entschuldigen Sie. Bitte? Können Sie mir zeigen, wo sich Zimmer 46 befindet? Es ist die letzte Tür am Ende des Korridors. Danke. Sie lassen ihn nicht allein, nicht einen Augenblick. Natürlich, Professor. Doktor, ich bin ein Angehöriger. Sein Allgemeinzustand ist als leidlich zu charakterisieren, aber eine Prognose kann ich zurzeit nicht stellen. Bitte, Professor. Ja, ich komme sofort. Entschuldigen Sie. Bitte. Thank you.
Wir müssen einen Ersatzmann für Bob finden. Und zwar sofort. Sieh mal Frankies Schlitten. Der Wagen ist ganz schön ramponiert. Was ist denn los? Ich glaube, wir haben einen Platten. Soll ich Ihnen helfen? Das wäre nicht schlecht. Kleinigkeit, dafür brauche ich höchstens 5 Minuten. In Ordnung? Bitte. Geben Sie mir alles. Vorwärts. Ich denke doch, Sie führen die kleine Reparatur erst zu Ende. Behalten Sie es nur. Hören Sie zu. Ich habe Ihnen ein äußerst verlockendes Geschäft vorzuschlagen. Folgen Sie uns auf Ihrem Motorrad. Und ich garantiere Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden. Ich wüsste was wesentlich Verlockenderes. Folgt er uns? Wie ein Schatten. Hineingehen. Keine Angst. Wenn Sie mich so schön bitten. Wenn das eine Beruhigung für Sie ist, sie ist geladen. Die anderen schon da? Nein, Sir, noch nicht alle. Es fehlt noch Frankie. Ja, der ist noch im Krankenhaus. Dieser ehrenwerte Mister ist eventuell ein Gewinn für uns. Für Bob vielleicht. Wollen Sie mir bitte folgen, Mister?
Würden Sie sich bitte hier aufhalten? Sehr aufmerksam. Hey, was soll das? Aufmachen! Verdammte Lumpen! Reagiert ziemlich prompt, der Junge. Nein. Zu nervös. Ich glaube, er hat Stehvermögen. Mäßig. Sprechen Sie. Sprechen Sie! Scheißkerle. Du hast ziemlich schnell einen Ersatz für Bob gefunden. Fast so schnell, wie ich ihn schachmatt gesetzt habe. Ich weiß noch nicht, ob er der richtige Mann ist. Wer ist da? Warum bist du so nervös? Wo steckst du denn? Hier. Hinter dir. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Joe. Bitte komm. Setz dich. Und was weiter? Wer ist der Alte, der versucht, mir Angst einzujagen? Kann ich dir nicht sagen. Lass mal schauen. Wo bist du bloß hereingekommen? Errat es doch. Warte. Durch diese Tür? Nein. Da nicht. Durch das Fenster, das hätte ich gemerkt. Allerdings, ja. Ich weiß es. Nein, hör auf! Ich denke, du hast dir verdient, eine Erklärung zu bekommen. Die können Sie sich an den Hut stecken. Ich habe Sie sehr gut verstanden. Ihr wolltet euch da bloß auf meine Kosten amüsieren, aber glaubt ja nicht. Aber es ist keineswegs so, wie du denkst. Für uns war das Ganze so eine Art Test und du hast ihn gut bestanden. Gentlemen, damit sind wir komplett. Unser Ersatz für Bob. Aus diesem Grund halte ich es für angebracht, unsere Bekanntschaft zu vertiefen. Nicht doch. Die legen wir lieber zur Seite. Bei uns werden keine Waffen benutzt. Es ist nicht gerade gut, solche Spielsachen bei sich zu tragen. Darf ich? Es hat gar keinen Zweck, die Kugeln zu verstecken. Ich heiße Manuel. Ich heiße Joe. Ed, unseren Chef, kennst du ja schon. Ja, natürlich. Frankie. Momi. Aha. Jerome. Hello, Mister. Fred. Angenehm. Hello. Paul. Aha. Und das ist Thomas. Okay. Außerdem John. Hello. Henry. Hello. Und das ist Marion. Wenn ich mich nicht irre, sind wir uns schon irgendwo begegnet. Mag schon sein.
Einen Augenblick, bitte. Geben Sie schon die veränderte Notierung durch. Notieren Sie 252 Schilling, 1 Penny plus 1 Viertel. Thomas, trinken und er bleibt. Stopp! Ausgezeichnet. Diesmal habt ihr 20 Sekunden weniger gebraucht. Aber ihr seid noch zu langsam. Noch einmal. Was ist los? Weitermachen! Viel schneller! Los, viel schneller! Hier haben wir den bewussten Lieferwagen, der gerade im Begriff ist, die Garage der königlich-britischen Münze zu verlassen. Es wäre kein schlechter Zug von euch, euch das Kennzeichen zu merken. 276 DLB. Unser Goldstück nähert sich langsam der Bank von England. Jetzt haben sie ihn vollgepumpt bis zum Rand. Ein Schatzkästlein auf Rädern. 150 Goldbarren, und das ist knapp gerechnet. Ich kann euch außerdem verraten, sie verkörpern den bescheidenen Wert von 1 Million Pfund Sterling. Das tröstet einen über Henrys schwache Kameraarbeit. Ruhe jetzt. Dieser hier bringt eine kleine Menge Silber in eine Druckerei für Weihnachtskarten. Bemerkenswert, was jetzt kommt. Prägt euch das gut ein.
Passt jetzt auf, er klopft dreimal im Ganzen. Zweimal kurz und einmal lang. Klar? Mhm. Jetzt zur Aktion. Sie konzentriert sich ausschließlich auf die City. Hier befindet sich die königliche Münze. Der Lieferwagen bewegt sich in diese Richtung. Das heißt also immer weiter östlich. Bis zur Gerrard Street. Das ist eine ideale Falle. Hier werden wir dem gepanzerten Goldesel unsere Aufwartung machen. Ich und Thomas sitzen im ersten Wagen. Marion, du gehst ebenfalls in Stellung. So etwa, denke ich. Und jetzt das dritte Auto, das ist unser Clou. Joe, Frankie, Manuel und außerdem John. Sie werden genau hinter Marion parken. Wenn Marion den Goldtransport auftauchen sieht, wirft sie einfach eine Zigarette aus dem Fenster. Das ist das Zeichen. Der Lieferwagen ist eingetroffen, Marion macht ihm höflich Platz. Auf die elegante Tour haben wir ihn einfach dorthin dirigiert, wo vorher noch ihr Wagen gestanden hat. So, Marion, mach, dass du verschwindest. Im Moment bist du überflüssig. Unser Lieferwagen gelangt prompt in die Falle. Bis dahin ein Kinderspiel. Haben unsere Freunde von der Polizei ihre Silberabgabe erledigt? Dann werden wir sie ersetzen. Auf diese Weise können sie sich von ihrer anstrengenden Tätigkeit erholen. Das bedeutet, Joe kann gemeinsam mit John unseren Schatz entführen. So. Ich und Thomas, wir werden ihnen folgen. Na los, mach schon. Und Frankie, die Nachhut in einer perfekten Strategie. Phänomenal. Das Spiel ist gemacht, Gentlemen. Rien ne va plus. Ed hat den falschen Beruf. Der eignet sich ausgezeichnet als Organisator von Kaffeekränzchen. Tanzen, trinken, fressen, nur das Nachdenken soll ich schnell vergessen. Rat mal, wenn's noch anstinkt. Reine Nervensache. Abwarten können ist die Tugend des Starken. Der Augenblick wird schon noch kommen. Vielleicht erst in einem Monat oder auch in einer Woche. Wer weiß, vielleicht schon morgen. Morgen, morgen. Ach ja, so kriecht's mit müdem Schritt von Tag zum letzten Ort im Gang der Zeit. Shakespeare, Macbeth. Fünfter Akt, vierte Szene. Der vierte oder fünfte. Hey, ihr müden Säcke. Das hier ist ein großartiges Ding. Ich werde es gleich ausprobieren. Hoffentlich funktioniert es dann auch. Wir machen ein hübsches Spielchen. Ich werde euch alle interviewen. Und ihr werdet mir dann erzählen, ich meine, was ihr später zu tun gedenkt. Nach der Aufteilung. Ja, wenn es verteilt ist, klar? Ja, du meinst, wenn wir abgassieren. Alright, also es wird gleich losgehen. Noch einen Moment. Hallo, bist du's? Hast du die Informationen bekommen? Gut, wir sehen uns heute Abend. Nein, ich erlaube dir nicht, deine Nase in fremde Dinge zu stecken. Warum? Weswegen? Weil das so ist. Hey, das ist einer. Macht nichts, Leute, es geht auch ohne. Keiner braucht auf sein Interview zu verzichten. Fangen wir an? Es kann ruhig los. Interviewen wir mal Mr. Paul. Sir, unsere Hörer möchten wissen, was Sie für Pläne haben. Ich werde mir Rennpferde kaufen, einen ganzen Stall voller Rennpferde. Das erste, das verliert, das wird gefressen. Eine glänzende Idee. Und du, Joe, was wirst du mit den vielen Kohlen anfangen, weißt du schon? Traumtänzer, dazu muss ich sie erst mal haben. Ah, die Antwort eines Realisten. Und nun, Frankie. Ich werde alles auf einen Haufen legen. Dazu lade ich einen Milliardär und einen Gambler ein. Vor ihren Augen werde ich alle Scheine anzünden und dann zusehen, wer zuerst einen Herzinfarkt hat. Nicht du. Ja, als weiteren Höhepunkt hören wir Momi. Bitte, Maestro, wir lauschen. Ich werde das erste intrigenlose Theater entwickeln. Ich bin Autor, Regisseur und außerdem Alleindarsteller. Ich spiele als erstes Stück der Goldene Esel. Und nun als krönenden Abschluss hört ihr unseren Captain, Commander. Wie hätten Sie es denn gern oder sagen Sie uns, was Sie sagen können? Bitte. Ich werde mir wahrscheinlich ein Gestüt kaufen. Mhm. Dann kann ich in aller Ruhe Rennpferde züchten. Die Sache wird ein Bombengeschäft, wenn ich sie verkaufe. An Paul. Gut, was? Aufhören!
Es wäre vorteilhaft, wenn ihr mir eure geschätzte Aufmerksamkeit widmen würdet. Das ist die einzige Waffe, über die wir verfügen werden. Ich kann euch versichern, dass dieses Ding hier zwar harmlos aussieht, aber für unsere Zwecke geeignet ist. Ich brauchte eine Waffe, die mit entsprechender Munition eine tiefe Narkose verursacht. Das ist sie. Und hier haben wir die Munition. Es ist ein ganz neues Präparat. Eine freundliche Schwester hat es aus dem Giftschrank entwendet. Sie hat gesagt, ein Spritzer genügt und unverzüglich tritt die Wirkung ein. Der Gegner kann sofort außer Gefecht gesetzt werden. Das haut selbst den stärksten Elefanten um. Ganz abgesehen von unseren Polizisten. Wir setzen sie matt, wenn unsere kleine Wunderwaffe losgeht. Bedient wird sie ausschließlich von Jean und John. Klar? Das Narkotikum muss aufgelöst werden in destilliertem Wasser und Natriumchlorid in einem ganz bestimmten Verhältnis. Sonst werden unsere lieben Freunde aufgelöst. Nein, nein, keine Gefahr. Ich habe nur Wasser drin. Ein ganz harmloser Test. Hör mal, ich will dir die Lotteriezahl durchgeben, die wir gezogen haben. 276 und dann DLB. Okay, danke. Thank you.
Hallo? Der Scheck ist ausgestellt worden. Gerade in diesem Augenblick. Er ist bei der Bank vorgelegt worden. Ja. Und du denkst daran, die Nummer ist die gleiche geblieben. Verstanden. Bye, bye. Hier können Sie nicht stehen bleiben. Wirklich? Sehen Sie, ich warte hier auf meinen Chef. Der hat gerade ein dringendes Gespräch. Das ist meiner. Ja, mir gehört er. Nur noch eine ganz kleine Sekunde. Das darf ich nicht zulassen. Der Wagen steht im Halteverbot. Ich bin dabei, glücklicher Vater zu werden. Ich rufe eben in der Klinik an. Ich verstehe. Entschuldigen Sie. Hallo, Sie können sprechen. Wir wurden unterbrochen. Ist es denn schon da? Ja? Ja, herrlich. Ich habe einen Buben. Ich gratuliere Ihnen. Danke. Nochmals Dank. Bitte? Was ist denn? Ich bin hier in der Nähe. Das Kind wird bald da sein. Okay. Good morning. Good morning. Bitte sehr, hier. In Ordnung. Danke. Verzeihung, können Sie mir sagen, wo diese Straße ist?
Vorwärts, nicht stehen bleiben. Die Arbeit. Dalli. Abwechseln. Hallo, du Held. Wie geht's dir? Ich zeig dir einen Trick. Da. Ah. Und jetzt ist sie hier. Komm doch mit. Ich werde dir lauter schöne Spielchen zeigen. Gleich. Uppa. Kannst du auch schön aufpassen, siehst du sie? Ja. Und wo ist sie jetzt? Eins, zwei... Drei. Zauberei.
Schön aufpassen. So. Schau mal. Wo er doch ein so lieber Mensch war. Alle werden ihn zutiefst beweinen. Verzeihung, komme ich hier zur Harrow Street? Natürlich. Beeil dich, sie warten schon auf euch. Los, ab die Post. Thank you.
Nun? Glatt gelaufen? Ja, bestens. Und den Bengel, hast du ihn? Er ist noch dort. Ich sagte ihm, er soll auf mich warten. Gut gemacht. Danke. Der Lieferwagen ist startklar. Gut, John. Eine britische Frau dabei da herrschen andere Sitten, das kannst du mir glauben. Jenny! Claire! Seht doch! Komm doch! Rasch hierher! Was ist denn los? Seht doch! Was hast du denn? Herrgott! Wo? Krankenwagen! Hier! Zurücktreten! Bitte treten Sie doch zurück! Machen Sie doch schon Platz! Bitte treten Sie zurück! Bitte zurück! Vorsicht! Bitte seien Sie vernünftig! Treten Sie zurück! Vorsicht! Der scheint fertig zu sein. Aber nein, der ist doch nur ohnmächtig. Bitte zurück! Du hast mir vorhin gesagt, du hast zwei Lieferwagen gesehen. Wo war der blaue? Da. Aha. Und der rote Lieferwagen? Wo war der? Na, da. Weißt du denn, wie viele Männer es waren, die mit den goldenen Steinen zwischen dem blauen und dem roten Auto gespielt haben? Hm? Erinnerst du dich? Weiß ich nicht mehr. Aber zwei Onkels, die haben dort in den Blumen geschlafen. Wieso Blumen? Blumen? Wieso hat er hier drinnen Blumen gesehen? Aha. Der Kleine hat also recht. Gar nicht übel. Das Etikett eines Kartons. Vielleicht abgegangen bei dem großen Durcheinander. Daher hat es dort im Hof gelegen. Wie waren Sie denn angezogen? So wie er? Nein, nicht so wie er. Die Knöpfe sind anders gewesen. Und Sie haben alle beide geschlafen? Ja, und der Dritte hat mit den Steinen gespielt. Und wo ist der abgeblieben? Er ist mit den anderen weggefahren in dem blauen Auto. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ihre Methoden sind schlecht. Das kann man laut sagen. Auf diese Weise kriegen Sie einen Dreck raus. Warum haben Sie uns denn überhaupt holen lassen? Sie müssen zeigen, dass Sie was tun. Ach, so ein Blödsinn. Verplempern Ihre Zeit. Ja, da haben Sie recht, diese Bürokraten. Herein. Ich habe alle Blumenläden kontrolliert. Ohne Erfolg. Gut, Sie können gehen. Also, Sie sind nicht in der Lage, irgendeinen wiederzuerkennen. Sie haben uns mit Ihrer Spritzpistole überrumpelt. Sie auch nicht? Ich kann mich ja nichts erinnern, Inspektor. Das finde ich aber sehr seltsam. Sie wollen damit sagen, dass Sie überhaupt keine Einzelheiten bemerkt haben.
Es ist aber so, Inspektor. Worauf wollen Sie denn anspielen, Inspektor? Denken Sie etwa, wir stecken mit diesen Banditen unter einer Decke, da irren Sie sich aber. Wir sind anständige Beamte, Inspektor. Das können Sie uns glauben. Niemand will auf etwas anspielen, junger Mann. Eben hat es sich aber so angehört. Nur ruhig, Blut. Ich hatte nicht die geringste Absicht, Ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. Also, lassen Sie sich nach Hause bringen. In Ordnung. Gehen wir. Zwei Beamte, denen das Gedächtnis fehlt. Ein Zauberkünstler, der mit einer kleinen weißen Kugel spielt. Ein bisschen wenig. Sie vergessen den Blumenkarton. Es müssen mehrere gewesen sein. Damit haben Sie das Gold getarnt. Im roten Lieferwagen. In einer Stunde bei den Ratch und Kennel Dogs, klar? Stellen Sie bitte durch. Inspektor Jackson, nun wird es Zeit. Würden Sie freundlichst die Güte haben, mir Ihre Absichten zu erläutern, falls das nicht zu viel verlangt ist? Es ist alles veranlasst. Seien Sie unbesorgt, Exzellenz, wir tun das Möglichste. Hören Sie auf, Rasen zu dreschen. Mit dem Zug von Glasgow hat es angefangen. Jetzt ein Raubüberfall mitten in der Londoner City. Soll das so weitergehen, bis die nächste Blamage fällig ist? Vielleicht noch die Kronjuwelen Ihrer Majestät? Haben Sie überhaupt schon die Zeitungen von heute früh gelesen? Ich hoffe, dass Sie sich langsam über Ihre Situation im Klaren sind. Sie machen sich mehr und mehr vor der gesamten Weltöffentlichkeit lächerlich. Schreiben Sie sich hinter die Ohren. Ich erwarte von Ihnen die Meldung, dass Sie die Banditen verhaftet haben oder ihnen auf der Spur sind, und zwar binnen 24 Stunden, verstanden? Ich gebe hiermit meine persönliche Zusicherung. Diesmal werden unsere Bemühungen nicht umsonst sein. Ich garantiere Ihnen hundertprozentigen Erfolg. Sonst können Sie sich einsagen lassen. Das garantiere ich Ihnen. Bitte? Wer? Oh, Charlie Jackson. Keine Nachricht über den Lieferwagen? Hier an der Bank kann sich keiner erklären, wie das passieren konnte. Vorläufig kann ich Ihnen leider noch nichts Genaues sagen, aber wir haben ganz Scotland Yard in Bewegung gesetzt. Wir kämmen das gesamte in Frage kommende Gebiet durch, das heißt Straßen, Flugplätze und Häfen. Wir haben alles unter Kontrolle. Die Gangster haben nicht die geringste Chance. Trotzdem habe ich auch die Pflicht, Ihnen etwas äußerst Unangenehmes mitzuteilen. Reden Sie nur, nach dem, was heute passiert ist, kann mich nichts mehr erschüttern. Stellen Sie sich vor, der heutige Britschabend muss verschoben werden. Oh, auch das noch. Ein Unglück kommt selten allein. Ich bin untröstlich, aber es handelt sich um eine Sitzung auf höchster Ebene. Tun Sie mir den Gefallen, übermitteln Sie unseren Freunden die traurige Botschaft. Auf bald, General. Wird erledigt, Inspektor. Hallo? Hallo, Ed. Leider muss ich dir eine unangenehme Mitteilung machen. Der Bridge-Abend heute mit Jackson ist verschoben worden. Oh, ich finde diese Nachricht ungemein enttäuschend. Bridge ist im Augenblick das Einzige, was mir Zerstreuung verschafft. Leider hat Jackson eine unvorhergesehene Verpflichtung. Du glaubst gar nicht, wie leid mir das tut, weil mir sehr daran gelegen hätte, unseren Freund, den Inspektor, zu sprechen. Na schön, dann vereinbare ich mit ihm ein Bridge am Wochenende. Nein, das ist für mich absolut unmöglich. Dann werde ich noch heute nach Doncaster fahren. Dort werde ich die Rennen besuchen.
Wenn ich wieder in London bin, rufe ich dich an. Das verspreche ich dir. Zum Ablegen? Ja, wir können auslaufen. Alles an Bord? Nicht alle. Frankie hat uns sagen lassen, dass er in Gibraltar zu uns steht. Wir können nicht ohne ihn auslaufen. Wir müssen ihn finden, bevor er uns irgendwelche Scherereien macht. Hey, Süße. Ich will mal mit dir. Verschwinde. Ich weiß ein Spiel zu zweit. Du Mistsau, du. Taubersack! Wie benimmst du dich? Du gehst etwas zu weit. Du bist der Aufmerksamkeiten eines solchen Gentlemans nicht würdig. Hör mal zu, du Wanze. Deine dreckigen Schlampen kannst du alten Böcken zum Fraß vorwerfen. Und ich sage, du bist ein Angeber. Das werden wir gleich sehen, wer hier der Angeber ist, du aufgeschwemmte Qualle. Du Heringe, ich habe keine Lust, dich anzufassen, aber hier wirst du nicht wieder heil herauskommen, das schwöre ich dir. Dass ich nicht lache. Lass doch mal sehen. Ich werde dich wieder blicken. Da bist du. Ah. Ich suche dich schon seit Stunden. Komm, reiß dich zusammen. Na, was gibt's hier? Ach, gar nichts. Die Jugend von heute kann nichts mehr vertragen. Ah, weitergehen. Danke, Wachtmeister. Endlich haben wir ihn. War auch höchste Zeit. Thank you.
Ist heute von dieser Mole ein Schiff ausgelaufen? Nein. Kein Schiff mehr seit gestern Mittag laut Eintragung, Inspektor. Und die letzten Stunden, haben Sie die auch berücksichtigt? Doch, die Duisa. Die Duisa? Erst vor einer halben Stunde. Sie hatte eine schwere Havarie, deswegen lag sie gerade im Hafen. Sie haben sie flott gemacht. Ziemlich plötzlich, eh? Gestatten Sie. Und der Kurs, den Sie haben? Gibraltar. Alright. Was soll das alles? Ich habe euch doch gesagt, dass ich erst in Gibraltar am Ende der Woche zu euch stoßen werde. Ich dulde keine Abweichung von meinem Plan. Ich vermeide jedes Risiko. Du wirst bei uns bleiben, bis die ganze Aktion erfolgreich abgeschlossen ist. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Das tut mir aber leid. Bedenke, du bist derjenige, der uns immer Scherereien macht. Wäre schön, wenn du es langsam kapierst. Schreib dir's hinter die Ohren. Das hier ist kein Kinderspiel. Nur noch ein wenig Geduld, Frankie. Wir haben bald die Hoheitsgewässer hinter uns. Eine halbe Stunde und wir haben es geschafft. Da würde ich an deiner Stelle nicht so sicher sein. Ha, komm, schau mal. Signalisiert. Die Polizei will an Bord kommen. Sämtliche Maschinen, stopp! Hey, John! Sie wollen das ganze Schiff durchsuchen. Oh, ich bin bereit. Langsam. Na. Ja. Los geht's. Sag Bescheid. Du gehst da lang. Sie werden verzeihen, Captain, aber ich habe einen Befehl erhalten. Soll das eine Durchsuchung sein? So ist es. Ich muss Sie bitten, Captain, dass Sie mir die Liste Ihrer Ladung und das Verzeichnis aller Passagiere zeigen. Sie haben doch Passagiere an Bord. Ja, wie auf jeder Fahrt. Bitte, Sergeant, hier entlang. Gentlemen, Sergeant Stokes von der Londoner Hafenpolizei. Ich werde versuchen, Sie nicht aufzuhalten. Darf ich um Ihre Pässe bitten?
und 10 dazu. Ist der Untergrund Ihrer Fahrt? Ich bin im Begriff, von einigen Ländereien Besitz zu ergreifen. Die Erbschaft von einer entfernten Verwandten. Währenddessen kann ich meiner Nichte Gibraltar zeigen. Das ist alles. Ah, ich habe verstanden. Wenn es so ist. Und Ihr Grund, Sir? Lieber Freund, hätte ich mich der eitlen Muse des Zelleloids gewidmet, dann könnte ich meinen überaus kostbaren Körper auf einem dieser luxuriösen Ozeandampfer ausruhen. Mir wurde eine wesentlich tiefere und edlere Muse zum Schicksal auserkoren. Das brachte mich her. Daraus soll ich schließen, Sie sind Schauspieler an einer Bühne. Großartig, wie Sie das sofort erkannt haben. Hm. Gentlemen, ich danke Ihnen für Ihre Auskünfte und verabschiede mich. Möchten Sie auch noch die Dokumente der Besatzung kontrollieren, Sergeant? Was ist hier los? Zum Teufel. Ich denke, Captain, das sind alle Passagiere gewesen. Er ist kein Passagier, das ist Francis Belford, Beamter von Jonathan Small, offizieller Vertreter dieser Reedereigesellschaft, dem unser Schiff unterstellt worden ist. Ich verlange von Ihnen zu erfahren, warum Sie dieses Schiff angehalten haben. Mister, Ihnen scheint etwas entgangen zu sein. In London war ein schwerer Raubüberfall. Ah, und Sie glauben nun daher, die Beute ausgerechnet an Bord der Durchsage entdecken zu können. Ziemlich abwegige Idee, wie? Die Inspektion ist abgeschlossen. Umso besser. Ich fürchtete schon, wir müssten unseren Anker werfen und die Nacht hier verbringen. Das wäre für alle Beteiligten eine wirklich unangenehme Programmabweichung gewesen. Ah, der Anker. Ja, gut. Eine blendende Idee. Ich fürchte fast, ich kann Sie noch nicht verlassen. Wenn Sie mich dorthin begleiten würden, Captain? Bitte. Bitte lassen Sie den Anker herunter. Natürlich. Anker fallen lassen. Na, sagen Sie schon, alles in Ordnung? Der Anker scheint in Ordnung zu sein. Doch die Kettenkammer, die hätte ein ausgezeichnetes Versteck abgeben können. Verzeihen Sie bitte die Störung. Ich verabschiede mich. Bitte. Kurs 180? Ja, gut. Kurs 180 halten. 180. Hey, was soll das? Vielleicht nimmst du dich etwas in Acht. Ich hatte nicht die Absicht, Sir. Wissen Sie, vorher war ich Hungerleiter und habe den ganzen Tag Autobusse gewaschen. Doch jetzt, wo ich reich bin, was mache ich da? Ich wasche Schiffe. Nicht jeder ist dazu ausersehen, als ein Passagier der ersten Klasse zu reisen. Sie bringen gerade die Nachrichten aus London. Vorwärts, komm schon. Und hier die letzten Nachrichten über den Goldraub von London. Die Ermittlungen gehen zügig voran. Wie es scheint, mit Erfolg. Die gesamte Unterwelt wurde systematisch durchkämmt, zahlreiche Verhaftungen vorgenommen. Scotland Yard hat bisher strengstes Stillschweigen bewahrt. Allerdings wurde uns aus gut unterrichteter Quelle mitgeteilt, man ist davon überzeugt, dass die Beute London noch nicht verlassen hat. Den Presseberichten zufolge haben die Schwierigkeiten bei der Aufklärung zu einem handfesten Regierungsskandal geführt. Daher kommt dieser Indiskretion besondere Bedeutung zu. Es besteht der berechtigte Grund zu der Annahme, dass die verantwortlichen Täter schon hinter Schloss und Riegel sitzen.
So warten, bis die schwarz war. Schön wär's. Idioten. Wie wir aus Gibraltar erfahren, hat in der vergangenen Nacht ein verheerender Orkan die Azoren heimgesucht. Ganze Ortschaften sind verwüstet. Die Ernte total vernichtet. Die Verbindungen waren stundenlang unterbrochen. Anscheinend handelt es sich dabei um den schwersten Sturm, der in diesem Gebiet seit Jahrhunderten vorgekommen ist. Der Zyklon verlagert inzwischen seinen Kurs in Richtung Norden. Ich habe erfahren, dass du die Absicht hast, den Anker zu werfen. Hör endlich auf, den Boss zu spielen und misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Du siehst wohl nicht ganz durch. Ich habe nicht Anweisung gegeben, den Anker zu werfen, sondern die Kette etwas nachzulassen. Die einzige Möglichkeit, den Bug auszubalancieren. Ich habe keine Lust, 1 Million Pfund und 2 Jahre Arbeit aufs Spiel zu setzen. Und alles wegen deiner gottverdammten Feigheit. Ich sage, der Anker geht nicht runter. Ich höre auf deine Befehle nicht mehr. Jetzt ist nur noch eine einzige Frage für mich interessant, wie ich meine Haut retten kann. Hast du das kapiert, du Boss? Alle Maschinen, stopp! Sofort den Anker werfen! Alle Maschinen stoppen! Sofort den Anker werfen! Position. Breite 37,15 Nord, Länge 8,15 West. Bitte komm! Runter! Tiefer! Schneller! Viel schneller! Was ist denn überhaupt passiert? Kaum sind wir rein ins Rettungsboot, da haben gewaltige Wellen das Schiff zum Kentern gebracht. Hatten Sie ja noch Glück. Was, Glück? Na, bei dieser See heil davonzukommen. Was meinen Sie? Kann man ihn bergen? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Und wenn er ganz aus Gold wäre. Nun ja, vielleicht haben Sie recht. Wäre wohl besser, die Finger davon zu lassen. Ich glaube, die Kosten wären enorm. Mindestens 10-mal so hoch wie der Wert des Schiffes. Am besten wäre es, Sie machen ein Kreuz drüber. Hallo.
Hey, Joe, Jim, kommt mal einen Augenblick her. Das ist der Kurs, den das gesunkene Schiff genommen hat. Bis zu diesem für euch in Frage kommenden Punkt hier, also die bewusste Stelle. Ganz sicher, dass das der Punkt ist? Selbstverständlich. Die Breite ist 37,15 Nord und die Länge 8,15 West. Letzte Position. Wie tief ist es hier? Ich schätze 5 oder 6. Meter? Ja, das meine ich. Natürlich 5 bis 6.000 Meter. Cause you're cheating high.